So Leute, heute in diesem Video soll es mal um den geheimen Mystery Skin aus der Season 9 gehen. Kurze Info noch am Rande, und zwar habe ich ja noch meine Verlosung am Start. Ich werde einen Skin aus dem Shop an meine Abonnenten verlosen. Was ihr dafür tun müsst, einfach Abonnent des Kanals sein, euren Epic Games Namen in die Kommentare reinschreiben und das Ganze bei jedem Video, damit sich einfach auf jeden Fall eure Chance erhöht. Ich lasse das Ganze jetzt eine Woche lang laufen. Und wenn es dann abgelaufen ist die Woche, werde ich dann denjenigen per Zufallsgenerator auslosen, ihn dann adden. Und dann werden wir 2 Tage warten, bis ich ihnen einen Skin schenken kann. Also euren Namen auf jeden Fall in die Kommentare, Abonnent des Kanals sein. Und dann würde ich sagen, weiter geht's mit dem Video. Wie man den ganzen auf jeden Fall freischaltet, werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Leider kann ich euch noch nicht zeigen, wie der wirklich aussehen wird. Das werden wir ja dann erfahren, wenn wir eine gewisse Sache erledigt haben. Und zwar, wenn wir hier mal auf Herausforderungen gehen, können wir hier auf Utopia klicken. So wird wahrscheinlich auch der Skin heißen, Utopia Mystery Skin. Dafür müssen wir auf jeden Fall 90 Fortbits einsammeln. Für die meisten von euch, die kennen wahrscheinlich diese Fortbits, Fortbits noch gar nicht. Ich werde euch mal kurz erklären, was diese ganzen Fortbits sind. Und zwar müssen wir auf jeden Fall hier 90 Stück für diesen geheimen Mystery Skin aus der Season 9 einsammeln, um ihn dann freizuschalten. Ist eigentlich schon viel. 90 ist echt schon viel. Ich habe schon 5, aber ich bin auch schon richtig am Schwitzen gewesen. Also wir gehen hier mal auf Fortbits. Und hier seht ihr auf jeden Fall die ganzen Challenges. Hier in 19 Minuten kommen die nächsten Challenges. Und ihr müsst auf jeden Fall die ganzen hier freischalten bis hier runter, um diesen Utopia-Skin freizuschalten. Und hier sind auch echt ein paar krasse Sachen. Und zwar müsst ihr hier zum Beispiel die Top 10 100 Mal erreichen. Also für die Leute, die sehr wenig spielen, wird es wahrscheinlich etwas schwierig, würde ich behaupten. Und hier müsst ihr zum Beispiel in Solo, Duo oder Team-Matches 50 Mal die Top 10 erreichen. Das geht noch einigermaßen klar. Hier 75 Mal, hier 25 Mal. Das ist eigentlich alles recht machbar und das müsst ihr in der Season 9 freischalten. Das kann man nicht in der Season 10 weiterleveln, deswegen müsst ihr da auf jeden Fall richtig reinschwitzen. Ja, und was kann man hier noch machen? Hier verliehen Battle Pass Stufe 100, das sollte eigentlich jeder eigentlich schaffen. Mit ein bisschen Zocken, ein bisschen Herausforderungen machen, sollte man das easy hinkriegen. Verliehen für den Erhalt von 225.000 EP ist auch machbar. Ist auch machbar. Also die Challenges sind ganz in Ordnung, außer bei paar Challenges, also müsst ihr nur 90 machen, den Rest könnt ihr dann freilassen. Genau, und jeden Tag werden auf jeden Fall hier neue beschädigte Daten freigeschaltet. Dann gibt es auf jeden Fall neue Challenges und davon gibt es auf jeden Fall dann 100 Stück, wie ihr sehen könnt, einen ganzen Haufen Challenges. Und wenn ihr dann, wie gesagt, alle 90 fertig habt, bekommt ihr auf jeden Fall den Mystery Skin. Sollte nur ein kurzes Informationsvideo sein. Ich kann euch hier mal ganz kurz einblenden, wie weit schon hier das Puzzle freigespielt worden ist. Sieht bis jetzt etwas komisch aus. Ich glaube, das ist dieser Benskin mit dem Bart, der da an der Wand hängt. Ihr könnt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Hier unten seht ihr auf jeden Fall die ganzen fertigen Challenges. Ich habe jetzt 3, 4, 5. 5 Challenges schon erledigt. Ist eigentlich schon recht in Ordnung, finde ich. Ihr könnt mir auch mal reinschreiben, wie viele Fortbits ihr schon gesammelt habt. Würde mich auch mega interessieren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.